uns bewegt. Was uns bewegt. Der Podcast zur Europäischen Mobilitätswoche 2020. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Was uns bewegt, dem Podcast vom Klimabündnis Steiermark zur Europäischen Mobilitätswoche 2020. Ja, Folge 5 schon, das bedeutet gleichzeitig auch, dass die Mobilitätswoche bereits in die Zielgerade einbiegt. Trotz der Corona-Krise haben auch dieses Jahr wieder einige tolle Aktionen und Veranstaltungen in den teilnehmenden Gemeinden in der ganzen Steiermark stattgefunden. Am letzten Tag, dem 22. September, findet als Höhepunkt noch der autofreie Tag statt. Informationen dazu finden Sie ja auch auf der Website mobilitätswoche.at. Das Kernanliegen der Mobilitätswoche ist die aktive Bewerbung klimafreundlicher und umweltschonender Mobilitätsformen. Speziell die sanften Mobilitätsformen, zu Fuß gehen, Radfahren und der öffentliche Verkehr, stehen dabei im Vordergrund der Bemühungen. Zur Bewältigung der Klimakrise wird es notwendig sein, dass wir unser Mobilitätsverhalten umfassend verändern. Einen Beitrag dazu soll auch dieser Podcast leisten, indem wir wichtigen Fragen zur Zukunft der Mobilität und ihren wichtigsten Verkehrsmitteln gemeinsam mit Expertinnen und Experten auf den Grund gehen. Weg vom Auto, könnte man also sagen. Trotzdem ist das Auto heute unser Thema, wenn auch nicht in der Form, wie man jetzt vielleicht denken würde. Wir beschäftigen uns heute mit Carsharing, also der gemeinsamen Nutzung von Fahrzeugen durch mehrere Menschen. Nutzen statt besitzen ist ja eine Devise, die in diesem Podcast bereits öfter ausgegeben wurde. Auch wenn das Auto in unserer zukünftigen Mobilität eine viel kleinere Rolle spielen soll, so bleibt es doch für gewisse Zwecke das beste Werkzeug. Carsharing, insbesondere natürlich mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen, stellt ein Konzept dar, das künftig helfen kann, die Anzahl der Autos auf den Straßen zu reduzieren und den Autoverkehr nachhaltiger zu gestalten. Unser erster heutiger Gesprächspartner ist Martin Auer. Martin Auer ist nicht nur der umtriebige Manager der Klima- und Energiemodellregion Naturpark Almenland, sondern hat nebenbei und gleichsam als Hobby mit seinem Partner Harald Messner auch ein E-Carsharing aus dem Boden gestampft, das Evergreen heißt. Er erzählt uns über die Erfahrungen und Herausforderungen im Carsharing-Betrieb und die Besonderheiten, die durch eine Organisation als Verein entstehen. Ja, danke für die Einladung. Mein Name ist Martin Auer. Ich arbeite in der Klima-Energie-Modellregion Naturpark Almenland, nennt man CAM-Manager. Und parallel dazu oder privat in unserem Vergnügen habe ich zusammen mit einem Kollegen einen Verein aufgebaut und der nennt sich Evergreen E-Carsharing. Wir haben Martin Auer zunächst gebeten, uns noch ein bisschen detaillierter über seine Arbeit zu berichten. Klima-Energie-Modellregion ist ein Bundesförderprogramm. Da können sich Regionen bzw. Gemeinden darum bemühen, also einen Antrag schreiben, dass sie eine Region werden, und man muss dann verschiedene Maßnahmen, also mindestens 10 Maßnahmen, ausarbeiten mit der Bevölkerung, mit den Gemeinden zusammen, und das ist dann sehr maßgeschneidert auf die jeweilige Region. Wir sind das im Naturpark Almenland seit 2016, also da haben wir das Umsetzungskonzept geschrieben und haben dann jetzt bereits die zweite Phase, wo wir gerade in der Mitte drinnen sind und haben da unterschiedliche Themenfelder, die wir bearbeiten. Das geht von Photovoltaik mit Stromspeicher über E-Mobilität, wo wir jetzt dann ein bisschen noch was hören werden, Biomasseoptimierung bestehender Biomasseheizwerke oder auch die Förderschiene raus aus Öl, die letztes Jahr sehr stark angelaufen ist. Das heißt wirklich Heizkesseltausch, dass wir die Förderberatung machen, Unterstützung, Informationsveranstaltungen. Jetzt steht die Europäische Mobilitätswoche vor der Tür. Da werden wir heuer auch wieder ganz bewusst in die Gemeinden gehen und ihnen das Thema E-Carsharing zeigen, weil wir auch in Basel, gerade in einer sehr ländlichen Gemeinde, ein E-Auto laufen haben. Das ist unser Hans. Und hat man gemerkt von den Kollegen, wenn man österreichweit spricht, dass sehr einfache Namen irgendwie viel leichter zu transportieren sind. Und werden dort eben mit dem E-Carsharing-Auto unterwegs sein, plus eben einem E-Tuk-Tuk, da haben wir mit der Partnerregion, Ökoregion Keindorf, das einmal losgestartet, dass wir das auch bei uns in der Region versuchen, fahren da eben jeden Tag
von 16. bis 22. September in der Mobilitätswoche herum. Wer da mehr braucht, bitte einfach an der Homepage schauen. Es ist halt sehr viel Bewusstseinsbildung im Bereich Klimaschutz, das heißt erneuerbare Energieformen, Energieeffizienz. Gerade heute und morgen haben wir auch Besprechungen zum Thema Klimaschulen. Das heißt, wir gehen auch in die Volksschulen hinein, teilweise sogar Kindergärten. Dürfen wir Gott sei Dank auch auf euch zurückgreifen, das Klimabündnis, wo wir Workshops einbinden. Und das geht halt wirklich von den Kleinkindern bis zu den Erwachsenen, Senioren. Und jetzt auch durch ein bisschen die Corona-Krise hat man gemerkt, die Leute wollen irgendwie, wenn sie jetzt vielleicht was Erspartes haben, das in Thema erneuerbare Energie stecken. Sehr viele haben uns gefragt, wie können wir sie unterstützen, vielleicht einen Förderantrag zu machen, Haus sanieren, E-Auto kaufen, Photovoltaikanlage. Da geht sehr, sehr viel und dafür sind wir auch da. Also ich habe seit heuer auch eine Unterstützung, das ist die Elfi, die mir da mithilft, weil wir auch sehr viel parallel andere Projekte haben, die über die CAM hinausgehen und das ist sehr umfangreich geworden. Wie ist das denn zur Gründung des Vereines gekommen? Was war die Motivation und wie steht das denn im Moment um das Angebot von Evergreen? Dann habe ich ja nebenbei auch noch den Verein, den darf ich jetzt ein bisschen erzählen. Also der Verein nennt sich im Evergreen E-Carsharing, also wir sind die Immergrünen. Wir haben gedacht, Thomas, Kollege und ich, der Harald Messner und ich, was machen wir? Wir haben das damals versucht, für die damalige Firma, wo wir beide gearbeitet haben, so ein Geschäftsfeld in die Richtung irgendwie zu gehen. Die Resonanz war an sich sehr positiv, aber halt vielleicht auch mit dem Risiko, dass man da eingeht, nicht so ganz bereit. Wir haben dann auch einfach geschaut mit anderen Partnern, wie könnte es gehen. Zum Schluss war es so, es wollte jetzt keiner wirklich investieren und wie es halt meistens ist beim Glasl Bier oder auch einer Flasche, kommt man dann auf so Ideen, dass man sagt, man macht selber, investieren wir das Geld selbst. Also die Motivation ist schon aus dem herausgekommen, wo eben damals der Chef gesagt hat, überlegt euch irgendwie in die Richtung was zu tun. Wir haben fast ein halbes Jahr einfach immer wieder geschaut, was machen bestehende Plattformen, bestehende Vereine, Firmen, wie auch immer, die das dann schon gehabt haben. Da war im Fahrvergnügen einer der größten schon, die haben jetzt glaube ich fast 40 Autos schon laufen. Dann Caruso in Vorarlberg, die Betreiber von so einer Plattform sind und auch selber Autos betreiben. Firma Ibiola, wo wir früher auch dabei waren, die da sehr stark waren. Und da hast du einfach in den Gesprächen dann gemerkt, das ist irgendwie ein spannendes Thema. Und dann waren wir eigentlich so weit, dass das unserer Meinung nach umsetzungsreif war. Und das ist nicht gegangen. Und das hat uns anzipft. Und dann haben wir gesagt, also ich war sowieso schon E-Mobilitäts-Fan und habe E-Moped gehabt und E-Auto, bin den Renault Fluence noch gefahren mit 80 km Reichweite 2012. Das war dann schon oft sehr spannend, wenn du da Kundenbesuche gemacht hast, wie kommst du wieder heim? aber irgendwie auch ein lässiges Auto und das sind halt einfach die Stufen und der Harald war dann voll infiziert auch von E-Virus. Und dann haben wir mal so eine Rallye mitgemacht, das war von Euro 10, so eine Sternfahrt nach Kärnten und Slowenien runter und dann war es um uns beide geschehen und da haben wir dann gewusst, wenn irgendwie was einmal kommt in die Richtung, dann werden wir wahrscheinlich sowas machen. Und der Verein war einfach an sich das Einfachste, das schnell zu gründen. Dann haben wir einfach geschaut, wo findet man ein günstiges, gebrauchtes Auto, ein neues wollten wir uns nicht leisten. Und unser erster Vereinsausflug war dann mit einem Auto rausfahren in der Nähe von München. Freising haben wir das Auto gekauft und haben es dann mit 4 Ladestopps nach Österreich eingebracht. Und dann haben wir unsere Zoe gehabt. Und der Harald und ich haben dann wirklich Geld in den Verein hineingesteckt und haben das Auto gekauft, das Buchungssystem dazu, die ganze Plattform. Und haben aber im Vorfeld auch ein bisschen abgecheckt, wer könnte jetzt wirklich ein Nutzer dieses E-Carsharing sein, in diesem einen Auto. Wir haben ja null Erfahrung gehabt. Und dann haben wir natürlich geredet mit ein paar
Und die haben dann gesagt, wenn ihr das macht, wir sind da mal dabei. Und haben dann gestartet in der Stadt Weiz im November 2015 und haben das dann sukzessive ausgebaut, also nicht wir selbst mehr als Verein investiert, sondern einfach Partner dazu genommen. Und es ist dann in Graz das zweite Auto gekommen, 2017. Das haben wir mit der Firma Zengerer zusammen quasi umgesetzt. Dann bei mir in der Region im Almenland, dann die Marktgemeinde Passail, weil die das halt dann auch irgendwie gehört haben, ja, so der Auer, der macht da irgendwas und holen wir uns den einmal. Dann haben wir eine Gemeinderatssitzung gehabt, zweimal. Dort dann präsentiert, ausgearbeitet mit einem Händler vor Ort, mit der Marktgemeinde, und die bieten eben den Hans an, das ist das E-Carsharing in Passail. Und dann ist es so weit gegangen, dass wir heuer mit der Stadt Weiz unser Angebot dort in Weiz ausgebaut haben. Also wir haben unseren Renault Zoe in die Pension geschickt und haben ein neues Auto geholt. Das ist ein Kona, Hyundai Kona. Und die Stadt Weiz hat zwei Renault Zoe neuester Generation angekauft. Und wir haben jetzt wirklich in der Stadt, ich glaube, ca. 11.000 Einwohner, hat die Stadt Weiz drei Carsharing-Autos, die über eine Plattform gebucht werden kann. Und es ist sehr, also läuft sehr gut. Problem, das wir irgendwie alle gehabt haben, ist uns Corona dazwischen gekommen. Das heißt, wir haben Anfang März präsentiert und dann war der Lockdown. Das heißt, die Zahlen haben da am Anfang natürlich nicht so gestimmt, aber jetzt merkt man einfach, wir haben in Summe jetzt seit März doch 40.000 Kilometer, Entschuldigung, 30.000 mit drei Autos, 30.000 Kilometer quasi mit knapp 60 Personen geschafft. Und ich denke einfach, ein Auto zu teilen ist gerade in Städten auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil ich habe einfach die Sorge nicht wegen Parkplatz suchen. Ich habe ja immer meinen fixen Parkplatz, wo ich das Auto wieder zurückstellen muss mit der Ladesäule. Das heißt, es werden auch alle Mitglieder, alle Nutzerinnen von uns ganz am Anfang geschult. Das heißt, es gibt da nichts, wo ich sage, ich kann nicht nachfragen. Wir haben eine kleine, also wir haben eine Service-Hotline auch, das immer auf uns umgeleitet wird. Wir haben auch Ladekarten in den Autos drinnen. Das heißt, wenn jetzt jemand weiterfahren möchte, was tendenziell gar nicht so oft vorkommt, also es ist eher, die Leute bewegen sich im Umkreis von Weiz vielleicht nach Graz einmal rein und wieder raus, wäre von der Reichweite auch mit alten Autos überhaupt kein Problem. Aber es gibt einfach Sicherheit. Wir haben jetzt überall Autos, die mindestens 200 Kilometer Reichweite haben, in Weiz über 300. Es gibt den Leuten irgendwie ein Gefühl der Sicherheit. Ich fahre immer noch mit der ersten Generation und schaffe gerade 120 Kilometer noch im Sommer. Da muss man halt sehr oft planen. Also jetzt auch beim Heimfahren muss ich dann natürlich wieder schauen, wo ich mal zwischenlade. Aber wenn man es weiß, ist es kein Problem. Gell? Also der Durchschnitt ist, glaube ich, unter 60 Kilometer für über 90% der Österreicher. Mhm. Da ist es eine reine Einstellungssache, ob man mit einem E-Auto fährt oder nicht. Wie läuft es denn bei Evergreen tariflich? Wie wird abgerechnet? Also von den Kosten her ist es sehr unterschiedlich, weil wir unterschiedliche Mitbetreiber auch haben, sprich die halt das Auto dann finanzieren. Die sollen ja auch die Einnahmen haben. Im Hintergrund rechnen wir einfach dementsprechend ab. In Weiz haben wir uns geeinigt auf einen sehr einfachen Tarif, sehr niederschwellig. Das heißt, in der Stadt Weiz selbst gibt es keine Registrierungsgebühr, es gibt keine Einschreibgebühr, beziehungsweise ist der Tarif auch sehr günstig mit 5 Euro pro Stunde. Da ist im Prinzip auch das Laden mit diesem BEÖ-Netzwerk, mit der Ladekarte, die in den zwei Zoes drinnen ist, mit inkludiert. Was nicht inkludiert ist, sind diese Dinge wie bei Ladestationen zu parken und über die Zeit zu sein. Da zahlt man mittlerweile fast überall eine Strafe. Das werden die Leute instruiert, dass sie da aufpassen müssen und wirklich nur öffentlich laden und nicht parken. Also während der Ladezeit darf es natürlich dort stehen, aber nachher einfach wegfahren, weil sonst wird es einfach teuer.
Das Laden ist dort eben inkludiert und bei den anderen Autos ist es auch sehr unterschiedlich. Oft ist es so, dass wir uns wegen kleinen Eurobeträgen gar nicht viel antun und das schluckt dann der Verein, aber wenn es halt doch sehr hohe Beträge sind, wird einfach geschaut, wer ist dort gefahren, das muss dann gegenkontrollieren. Das geht noch nicht so ganz einheitlich, dass du sagst, du machst alles über eine Karte, weil einfach jeder Betreiber unterschiedliche Systeme hat, wie das auch öffentlich zu zahlen ist. Insofern kann man es halt schwer sagen, aber im Schnitt beginnt es bei 3,50 Euro die Stunde, geht rauf bis 7 Euro die Stunde. Und man kann dann auch oft so Wochenendpauschalen nehmen, dass man sagt, okay, wenn ich ein zahlendes Mitglied bin, dann habe ich einfach mehr Vorteile. Das heißt, in Summe wird es günstiger, kann es man ja durchrechnen. Beziehungsweise hat man vielleicht ein bisschen ein Guthaben dabei, wenn man so da österreichweit schaut. Großer Partnerverein ist auch Fahrvergnügen, die Carsharing machen. Da haben wir uns damals auch sehr gut kurz geschlossen und macht man einfach Austauschtreffen hin und wieder, das sehr hilfreich ist, weil gerade wenn man am Anfang steht, wir bieten uns auch oft selber an, dass wir sagen, okay, wenn wir gern sowas aufbauen möchte, wie könnte das funktionieren? Verein ist halt von der Struktur her relativ einfach, Haftung ist halt natürlich immer eine andere Geschichte. In Graz gibt es eh das Team, was sicher auch, glaube ich, sehr gut läuft, weil die Kombination mit dem öffentlichen Verkehr gut passt. Und wenn ich ein Auto brauche, dann ist es am Anfang günstig und wird dann, soweit ich weiß, immer teurer. Dass man wirklich sagt, Carsharing ist einfach da, damit viele Leute sich ein Auto teilen können. Ja, also von den Kosten her doch bei uns sehr individuell pro Auto. Gibt es denn typische Nutzerinnen und Nutzer? Warum nutzen die Menschen Carsharing und wie nutzen die Menschen Carsharing? Gibt es ein breites Bewusstsein für das Gemeingut Carsharing-Auto? Von den Benutzern, die das nutzen, ist es auch total unterschiedlich. Wie wir gestartet sind 2015 in Weiz, also da haben wir wirklich nur das eine Auto gehabt, haben auch noch sehr viele Mitglieder, die da dabei sind. Die regelmäßig fahren, eher älteres Publikum, die ganz bewusst sagen, sie wollen kein Auto mehr oder sie verzichten drauf. Sie fahren vielleicht 3.000, 4.000 Kilometer im Jahr, es steht nur herum, ich brauche es nicht. Oder auch eine Dame, die 10 Jahre nicht mehr gefahren ist und irgendwie wieder gern mobil sein wollte. Also wirklich tendenziell Leute, die wirklich älter sind, also über 60, Pensionsalter, die uns auch teilweise helfen, gewisse Dinge durchzuführen, wenn wir sagen, jetzt gerade der Harald oder ich, wir haben Karzeit, bitte mach du das. Da gibt es ein Mitglied, der Helmut, darf ihn namentlich erwähnen, Ackerl Helmut. Das war ein Geschenk für uns, dass wir den als Mitglied bekommen haben, weil er einfach eine Frohnatur ist und uns unterstützt, wenn wir brauchen. Also das ist einfach super und das hat uns auch so ausgemacht am Anfang als Verein, weil sonst druckst du das oft nicht. Gell? Also du hast sehr viel Aufwand und das Auto gehört putzt, es muss gesaugt werden, jeder will es irgendwie schön vorfinden und du hast Zeiten, du stehst einfach an, das geht nicht, gerade im Winter, wenn du kein Dach hast, wenn der Schnee drauf liegt, wenn es vereist ist, die Leute nicht wissen, wo sie jetzt die Karten aufhalten müssen und so, und da musst du dann einfach abstimmen. Natürlich macht man sehr, sehr viel selbst. Das heißt, in der Früh hinfahren, auf Nacht hinfahren, Wochenends hinfahren. Mittlerweile haben wir ein neues System drinnen, wo wir uns mit vielen anderen Betreibern zusammengeschlossen haben, das jetzt an sich technisch im Auto verbaut ist. Das hat für uns ein bisschen Erleichterungen auch gebracht, aber da arbeiten sehr viele Firmen an dem Thema. Und ich denke, es muss halt als Betreiber einfach für dich sein und auch für den Nutzer selbst. Das heißt, aktuell können sie sich sehr weit selbst im Internet registrieren. Das heißt, man kann eine Kontonummer und diese ganzen Daten alle selbstständig eingeben. Es wird dann schon was automatisch generiert. Und wir machen aber trotzdem immer noch die Einschulung vor Ort, weil man einfach beim Reden erstens ein bisschen einen Einblick kriegt, wie ist die Person,
Wir haben natürlich auch schon Fälle gehabt, die halt in einem Monat dann ausnutzen, was geht, und du kriegst aber nie was rein. Leider, das passiert, aber mit dem, wo man wächst, hat man halt automatisch auch von jeder Person, die es halt so gibt, unterschiedliche Nutzer. Und das tut halt einem Verein extrem weh, aber das kannst du auch nicht ausschließen. Das ist halt einmal so. Aber im Großen und Ganzen wirklich zu, kann ich sagen, 95% Leute, die das pünktlich zahlen, wo wir abbuchen dürfen, wo wir unser Geld auch bekommen, wo ich sage, es ist jetzt nicht wirklich was, wo wir was dran verdienen, sondern wir haben uns dem ein bisschen verschrieben. Das ist unser Beitrag, den wir halt privat auch noch leisten, dazu mit solchen Mitgliedern und Nutzern zu arbeiten, ist super. Umgekehrt ist es halt schwierig. Es gibt in dem Sinn keinen Rechtsanspruch. Du kannst nur sagen, okay, ja, Strafgebühr dem anderen Mitglied, der es nicht eingehalten hat. Es werden abenteuerlichste Ausreden auch erfunden, natürlich, aber das können wir ja nicht prüfen, das ist ja nicht meine Aufgabe. Ne? Aber es funktioniert nur, wenn irgendwie alle ein bisschen schauen, und das geht im Großen und Ganzen, glaube ich, sehr gut. Bei uns ist es halt doch mehr alle zusammen, und wir sind ein Verein, und wir werden das auch sehen, weil mit der Stadt Weiz eben auch der Zugang für die Autos in Weiz sehr niederschwellig ist, wie das in Zukunft nachher läuft. Nicht, wenn ich weiß, einfach, ich habe keine Mitgliedsgebühr zum Zahlen, ich habe keine Registrierungsgebühr zum Zahlen, nur dann, wenn ich tatsächlich fahre. Das war auch eben der Wunsch der Stadt, gerade so Mobilitätskonzepte zu überlegen, wenn wo nicht mehr so viele Parkplätze gebaut werden, und dann muss der Bauherr einfach für irgendein anderes Konzept sorgen. Haben wir eben das in der alten Poststraße dort erstmalig umgesetzt, und wird auch von den Wohnbewohnerinnen und Bewohnern immer wieder genutzt, aber auch von Externen. Also wenn das dann frei ist und funktioniert, super. Finde ich eine gute Idee, weil wenn ich überlege, was Tiefgarage, ein Stellplatz an sich kostet, kann man sich sehr schnell ein Carsharing-Auto auch leisten. Und die Einnahmen kommen ja auch wieder dem Betreiber dann dort zugute. Was wir sehr oft merken, ist, dass Leute, die bei uns Mitglied waren, sich dann selbst ein E-Auto gekauft haben. Also das heißt, den Kunden oder das Mitglied verlierst du dann, aber ist okay, das ist normal. Wir verlieren auch so Mitglieder, ohne dass sie jetzt ein sehr E-Auto gekauft haben, weil sie einfach sagen, es passt nicht, oder sie fahren eh mehr öffentlich. Also es ist für uns immer cool zu wissen, warum jetzt ein Mitglied geht. Da fragen wir einfach auch immer nach. Und es ist wirklich ganz oft so, dass die dann sich einfach auch selbst ein E-Auto zulegen, weil sie dann sagen, da haben sie es mal testen können, oder eben die Aktion vom Land haben wir mitgemacht, 2 Tage 20 Euro, dann wirklich die Leute anrufen können, und ein Kontingent haben wir gehabt, wo du für 20 Euro 48 Stunden mit dem E-Auto herumfahren hast können. Und da haben wir die abenteuerlichsten Routen für die Leute auch mit ausgearbeitet, weil die dann natürlich halt wirklich auf Biegen und Brechen alles ausprobiert haben. Wir haben einen gehabt, der ist in 1000 Kilometer in 2 Tagen gefahren. Und manchmal, beim Leasingfahrzeug tut es weh, wenn du deine Kilometer nicht einhältst, dann zahlst du nach, gell? Aber man versucht dann auch ein bisschen die Leute umzulenken, gell? Also gerade die Soys, die haben jetzt keine Kilometerbegrenzung, weil der Akku dort gekauft worden ist, und die Stadt Weiz weiß das auch, und da haben wir gesagt, also die sagen wirklich ganz bewusst, bitte Leute, verzichtet auf Zweitauto, nutzt es dort, und haben das auch mit einem multimodalen Knoten, gerade beim Jufa dort oben, verknüpft mit diesen E-Bikes und normalen Fahrrädern, die man über diese Weizkarte Deluxe ausbauen kann. Haben sie einfach schon das Konzept, auch die Bahn, Bus, alles ist dort, auch wo wir gestartet haben, beim Innovationszentrum in Weiz, mit unserem Auto. Da hast du einfach einen großen Verkehrsknoten. Gell? Da kommt der Zug hin, da kommt der Bus hin, ein Fahrrad kann ich hin, die Fahrradbrücke ist gleich in der Nähe. Und dann haben wir gesagt, dort quasi müssen wir hin, weil du hast eine Drehscheibe. Nicht? Und dort funktioniert es meiner Meinung nach am besten. Also es muss auch sichtbar sein. Also es darf nicht unbedingt irgendwo versteckt sein, weil einfach das Auto ist natürlich beklebt, damit man das auch sieht. Okay, ich bin jetzt ein Carsharing-Fahrzeug, mich kann man auch mieten.
ja, dann glaube ich, geht das auch auf. Gell? Welche Erfahrungen haben Martin Auer und Harald Messner gemacht? Würden Sie es noch einmal machen und würden Sie dann etwas anders machen? Ist Ihre Bilanz positiv? Also auf jeden Fall positiv. Einerseits, weil es wirklich auch sich Freundschaften aus dem entwickelt haben, weil wir jetzt nicht eine klassische Firma sind, sondern wirklich jahrelang jetzt gemeinnützig. Jetzt sind wir eben durch die Stadt Weiz optiert, auch umsatzsteuerpflichtig und haben eine Buchhalterin dabei, weil es einfach anders nicht mehr geht, die uns da unterstützt. Das heißt, an sich ist es komplexer geworden. Also ich persönlich kann sagen, ich würde es schon noch einmal machen. Vielleicht einfach die Anfangsfehler, die du machst, nicht mehr. Dass du vielleicht manchmal wirklich rigoroser bist und sagst, nein, aus, das geht nicht, das tun wir nicht mehr. Oder auch für Dinge verlangst, nicht, wenn jemand eine Karten verliert und du fährst halt am Sonntag nachher, dass du dann auch sagst, das kostet jetzt den Betrag X. Das verstehe ich, dass das Team zum Beispiel nicht macht, weil das ist einfach eine Firma, die einen gewissen Gewinn abwerfen muss, die hat Kosten. Das war halt bei uns, oder ist so nicht. Also es ist halt einfach sehr viel ehrenamtlich, das wir machen. Die Familien helfen mit. Das hat aber irgendwann einfach auch eine Grenze, wo du sagst, das geht nicht mehr. Gell? Und du kannst nicht für alles verantwortlich sein, deswegen haben wir von Anfang an versucht, das auch aufzuteilen. Der Harald macht gewisse Autos, ich mache gewisse Autos. Und wenn einer Urlaub fährt, dann vertritt er halt einen anderen, aber im Großen und Ganzen passt es eh. Und wenn was ist, ist halt meistens alles gleich. Also wenn man ein technisches Problem hat oder der kann nicht buchen oder der ist spät zurückgekommen. Also das ist eher die größere Herausforderung. Die Leute wissen ja, wann sie starten, wann sie mit dem Auto wegfahren wollen, wissen aber sehr nicht so oft, wann kommen sie zurück. Dann willst du ja natürlich nicht gern drüber zahlen, weil das Buchungssystem ist bei allen so, rechnet er natürlich zugunsten für den Betreiber. Sprich, wenn ich jetzt um 8 Uhr in der Früh starte, dann werde ich sicher um 8 Uhr ein bisschen vorher dort sein und buche bis 17 Uhr und komme aber um 13 Uhr zurück, dann möchte ich halt, dass ich das vielleicht nicht zahle. Früher haben wir das immer gleich gestellt. Wir haben immer gesagt, na, passt 13 Uhr. Wir waren froh, wenn es wieder frei war, damit es wer anders nutzen kann, obwohl rechtlich gesehen, der das bis 17 Uhr hätte zahlen müssen. Mittlerweile bei 5 Autos hast du einfach den Überblick nicht mehr. Und wie es gebucht ist, so ist es. Also unsere Stornofrist ist 24 Stunden vorher, dann kann er es stornofrei selber rausbuchen. Und wenn es unter 24 Stunden ist, dann kann er nicht mehr stornieren und die Fahrt wird einfach verrechnet. Und du musst halt einfach so gewisse Regeln einführen, sonst tust du halt echt schwer oder es wird halt alles ausgenutzt. Also gibt es auch Kandidaten, aber Gott sei Dank nicht sehr viele, sehr, sehr wenige und der Großteil arbeitet wirklich mit uns zusammen und putzt das Auto hin und wieder mal oder bringt es zurück oder bedankt sich mit irgendwelchen anderen Dingen. Also haben wir schon Kuchen vorbeigebracht, wenn wir beide an einem Weiz gearbeitet haben und das ist dann irgendwie schön, gell? Das ist einfach, wo du die Dankbarkeit merkst, Du was an und ich sehe es oft nicht als Arbeit. Also wenn du das als Arbeit sehen würdest, dann darfst du das eh nicht machen. Ja. Also wenn du eher den Sinn der gemeinsamen Mobilität, Umweltschutz siehst, dann funktioniert das und sonst darfst du das eh nicht angehen. Nicht. Aber weil jeder irgendwie ein Hobby hat, ist das halt eines unserer Hobbys. Vielen herzlichen Dank an Martin Auer, der uns interessante Einblicke in seinen E-Car-Sharing-Verein Evergreen gegeben hat. Für weitere Informationen zu den Angeboten und Autos schauen Sie bitte auch auf die Website ever-green.at. Vielleicht möchten Sie ja auch einmal Carsharing ausprobieren. Sie hören die 5. Folge des Podcasts Was uns bewegt. Dieser Podcast entsteht im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche 2020 und wird vom Klimabündnis produziert. Das Klimabündnis Steiermark koordiniert alle Teilnehmenden und Aktivitäten der Mobilitätswoche im Auftrag der Abteilung 15 des Landes Steiermark. Nun zu unserem heutigen Nutzergespräch. Carsharing lebt in erster Linie von jenen Menschen, die bereit sind, auch auf ein eigenes Auto zu verzichten und den Schritt hin zum Nutzen statt Besitzen zu machen. Dieser Schritt ist auch sehr wichtig im Hinblick auf die Mobilitätswende,
Denn das effiziente Kombinieren mehrerer Verkehrsformen, die Multimodalität, wird in Zukunft unser Mobilitätsverhalten nachhaltig prägen. Einer, der diesen Schritt bereits vollzogen und in sein Alltagsleben integriert hat, ist Gernot Kupfer, der als selbstständiger Architekt in Graz arbeitet. Er nutzt bereits seit einigen Jahren regelmäßig Carsharing verschiedener Anbieter, vor allem auch für berufliche Wege. Ihn habe ich nach seinen Erfahrungen mit Carsharing gefragt. Wie schwierig war der Umstieg vom eigenen PKW auf diese gemeinschaftlich genutzte Mobilitätsform? Was hat sich denn in den letzten Jahren im Bereich Carsharing getan? Mein Name ist Gernot Kupfer, ich bin selbstständiger Architekt in Graz. Wir haben seit 2016 kein eigenes Auto mehr. Wir sind vor der Wahl gestanden, sozusagen, nachdem das alte Auto erneuerungswürdig gewesen wäre, ja, sozusagen ein neues Auto zu kaufen oder nicht. Und dann haben wir uns noch, ich würde jetzt mal sagen, einen Monat Beratungszeitraum dazu entschieden, kein neues Auto zu kaufen und auf Carsharing-Modelle umzusteigen. Es war wirklich ein Sprung ins kalte Wasser. Wir haben einige Bekannte gehabt, die das probiert haben, haben unterschiedlichste Meinungen und Rückmeldungen von ihnen bekommen, aber selber haben wir das vorher überhaupt noch nicht genutzt. Also 2016 war das Angebot noch nicht vergleichbar mit dem heutigen Angebot. Also es hat sich mehr als vervierfacht, würde ich jetzt einmal sagen, sozusagen die Möglichkeiten. Wir haben aus diesem Grund auch damals sozusagen uns gleich bei zwei Carsharing-Unternehmen angemeldet, um die Sicherheit zu haben, sozusagen tatsächlich, wenn man ein Auto braucht, ein Auto zu bekommen. Wir sind nur immer bei den zwei Anbietern, aber ich muss dazu sagen, dass das Angebot sich bei beiden wesentlich verbessert hat und momentan, man wünscht sich immer noch mehr Angebot und noch bessere Standorte oder noch mehr Standorte, aber momentan sind wir sehr glücklich mit dem Angebot. Um welche Anbieter hat es sich denn dabei gehandelt? Zum einen Postfossil, wir wohnen im Bezirk Gaidorf im Univiertel und der hat damals ein Auto oder einen Standplatz mit einem Auto direkt an der Uni gehabt, der hat mittlerweile zwei Angebote. Und das zweite ist von der Holding Graz, das Ding. Auch da wurde der Ausbau extrem forciert. Da haben wir jetzt sozusagen in unserem Büroumfeld und in unserem Heimatumfeld oder Wohnumfeld jetzt da, würde ich mal sagen, 4 bis 5 Standorte, die immer in Frage kommen. Und das ist natürlich schon ein tolles Angebot. Wie leicht oder schwer ist denn damals der Umstieg gefallen? Sehr schwer. Ich meine, zum einen war es tatsächlich eine Umstellung, was diese Flexibilität betrifft, weil plötzlich musste man planen, wenn man sozusagen jetzt einmal einen Weg mit dem Auto macht. Ich muss dazu sagen, wir benutzen das Auto primär beruflich, privat. Für weitere Strecken nutzen wir die Bahn im Wesentlichen und innerstädtisch privat nutzen wir das Fahrrad oder den öffentlichen Verkehr. Aber beruflich war schon so, dass ich so meine Termine sozusagen oder meine Terminplanung überdenken musste. Also zu sagen, okay, ich hänge jetzt mehrere Termine, Auswärtstermine zusammen, damit ich sozusagen 2 bis 3 Tage Vorlaufzeit habe, damit ich tatsächlich das Auto buchen kann. Das war am Anfang auch tatsächlich oft ein Problem, muss man dazu sagen, weil es eben weniger Angebot gegeben hat. Mittlerweile tue ich mir ein bisschen leichter und bin ein bisschen flexibler. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich die private Nutzung sozusagen an den Wochenenden und so. Da hat sich unser Verhalten, unser Freizeitverhalten anders gestaltet mittlerweile. Diese Spontanität, die man sich früher freigehalten hat mit dem eigenen Auto oder diese geglaubte Spontanität, immer irgendwo hinzufahren, das man ja im Wesentlichen eh nicht so genutzt hat. Die ist natürlich weg. Das heißt, auch da kommt jetzt die Planung ins Spiel. Und da steigen wir aber eher auf andere Konzepte um. Also da nehme ich jetzt diese Angebote, die es zwar gibt, jetzt Leihwegen zum Beispiel bei DIM übers Wochenende zu buchen, eigentlich nehme ich überhaupt nicht in Anspruch. Wie ist es denn bezüglich der Kosten im Vergleich eigenes Auto versus Carsharing-Auto? Ich würde sagen, das ist insofern schwierig zu beurteilen, weil im ersten Jahr haben wir, weil wir noch dieses eigene Auto oder dieses Verhalten des eigenen Autos weitergelebt haben, im Sinne von, ich muss mobil sein,
haben wir natürlich sehr viel Buchungen verzeichnet. Das hat sich aber im Wesentlichen nachher eher reduziert. Und jetzt im Vergleich zum eigenen Auto liegen wir deutlich drunter unter den Kosten, muss ich dazu sagen. Also vielleicht, damit man ein Gefühl bekommt, also ich nutze das Auto zweimal in der Woche, mit Sicherheit einen halben Tag von den zwei Anbietern. Das ist ungefähr der Schnitt, den ich sozusagen in der Woche tatsächlich verbrauche, beziehungsweise wo ich auch natürlich nachher dafür zahlen muss. Ja. Aber es fällt natürlich, alle Wartungskosten fallen weg. Es gibt bei beiden Anbietern sowas wie einen Grundmitgliedsbeitrag und dann zahlt man eigentlich stundenweise. Und das ist sehr überschaubar, ich kriege auch die Abrechnung perfekt. Und vor allem für die dienstliche Nutzung ist es insofern sehr angenehm, weil ich automatisch das in die Buchhaltung nehme und damit ist das auch erledigt. Gibt es auch Carsharing-Erfahrungen an anderen Orten oder bis jetzt nur in Graz? Carsharing habe ich bis jetzt nur in Graz genutzt. Ich habe zwar beruflich sehr viel in Wien zu tun gehabt, aber da bin ich eigentlich nie auf diese Angebote umgestiegen, weil da war ich wirklich nachher nur im Wesentlichen öffentlich unterwegs. Also ich kenne nur die Grazer Modelle. Und wie gesagt, für weitere Strecken muss ich echt dazu sagen, also wir haben Jahreskartenbenutzer von den öffentlichen Verkehrsmitteln in Graz. Wir haben die Bahnkarte und ja, wie gesagt, also die Kombination dieser Mobilitätskonzepte ist eigentlich das Geheimnis schlussendlich, wie man agiert im öffentlichen Raum jetzt da und Mobilität. Ja, also wahrlich ein positives Vorbild in Sachen Multimodalität, Herr Kupfer. Vielen Dank natürlich auch an ihn. Damit sind wir für heute am Ende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Nochmals der Verweis auf die Website steiermark.klimabuendnis.at, wo Sie alle Folgen dieses Podcasts hören, sowie auch die Fragen des Tages finden können. Es winken tolle Preise. Bis zur nächsten Folge und alles Gute.